Nur noch einen Babelsberger Angriff musste das Team von Corey Göckhurt überstehen, um auswärts einen Punkt mitzunehmen. Stoisch nahm er den 19. Gegentreffer der Saison hin. Das 1:2 in der 92. Minute, als der ZFC den Ball nicht aus dem 16er bekam und der eingewechselte Rangelow die Kugel kompromisslos unter die Latte jagte. Das ist natürlich ein hitziges Spiel. Am Ende das Wetter, es rutscht und ich denke, da entscheiden Nuancen manchmal so ein Spiel. Meuselwitz, seit 7 Spielen ohne Dreier. Sie machten in der Pokalpause einen Teamabend in der Kabine, gingen zusammen zum Yoga, um die Köpfe frei zu bekommen. Der Start sah richtig gut aus. 6. Minute Bürger scheiterte an 0-3-Keeper Borcher. In der 30. Minute hatten die Hausherren ihre beste Szene. Guderitz segelte an Wegners Freistoß vorbei, doch nur die Schuhe von Peter Lehler machten in Hälfte 1 den Qualitätscheck mit dem Tornetz. Meuselwitz ging mit positiven Gefühlen in den zweiten Durchgang, doch die hielten nur 7 Minuten an. Dann zupfte Andreasson im Strafraum an Fran herum. Der isländische Neuzugang vom FC Hennef hatte schon gelb und musste nach 52 Minuten duschen. Ja, Frani macht es halt clever. Also ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass er ihn da großartig festhält, aber ja, von der Bewegung her und dass der Arm ein bisschen draußen, das pfeift dann, glaube ich, jeder Schiri. Daniel Frahn gegen Fabian Guderitz, 1:0 Babelsberg. Es war Frahns 13. Treffer im 11. Spiel gegen Meuselwitz. In seiner Karriere traf er gegen keinen anderen Club öfter als gegen den ZFC. Meuselwitz, trotz Unterzahl, aber mutig. Mauer mit Tempo vorbei an Wilton, gefoult von Wilton. Und auch hier entschied Schiedsrichter Gaunitz auf Elfmeter. Serhat Semi Güler, zuletzt gegen Halberstadt getroffen, sicher vom Punkt 1:1. Güler und Trainer Göckhurt kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Fortuna Köln. Es sah so aus, als wenn der 3. Saisontreffer des neuen Stürmers den Punkt sichern würde, weil der ZFC hinten wenig zuließ, eben bis zur 92. Minute. Meuselwitz versuchte auf Rangelows erstes Saisontor zu antworten, bekam Sekunden vor Schluss nochmal die Ecke. Die Gäste warfen alles und jeden nach vorn, auch Guderitz. Und so hatte Dombrova ganz viel Grün vor sich und sagte Danke. Das 3:1 für Babelsberg, nur Ergebnis Kosmetik. Das 8. Spiel in Serie, kein ZFC-Sieg, bittere Realität. Wir müssen jetzt anfangen, irgendwie Punkte zu ergattern. Und wenn es mal nicht so schön ist, dann muss halt ein dreckiger Sieg her. Ich bin immer der Überzeugung, harte Arbeit wird belohnt. Und diese Mannschaft wird sich noch belohnen und ausreichend Punkte sammeln. Nur fehlen die dreifachen Punkte. Er wird am Ergebnis gemessen. Und das muss er liefern, möglichst nächsten Sonntag gegen Fürstenwalde.